Ärzte ohne Grenzen gewesen. Also Sie kennen ja diese Organisation, Ärzte ohne Grenzen. Also er kommt wirklich, ein Mann mit internationaler Erfahrung, und das Buch behandelt den Nord-Süd-Konflikt aus seiner Sicht 1991. Er will aufzeigen, also eine Parallele zum Spätrömischen Reich, wie damals der Spätrömische Reich sich gegen die Völkerwanderung wehren musste, so sind wir in Europa allmählich schon wieder unter dem Druck der Barbaren von außen. Sie sehen, das ist ja durchaus zeitlos, dieses Thema, oder auch aktuell. Nur in diesem Buch, das also völlig von der Gegenwart handelt, gibt es plötzlich am Schluss, Seite 251, folgende drei Zukunftsperspektiven. Da sucht er sozusagen drei mögliche Modelle, wie kann man mit dieser Situation umgehen. Und da fallen ihm drei Namen ein. Das erste ist Marc Aurel, der römische Kaiser Marc Aurel. Der kämpft im 2. Jahrhundert gegen die Markomannen. Das heißt, das ist also ein tapferer Verteidiger der Zivilisation, des Imperium Romanum gegen die Barbaren, die Germanen in diesem Fall. Das zweite Beispiel ist schon etwas kurios. Das ist der Marschall Kleber, ein Elsässer. Das ist einer der Generäle Napoleons in der Zeit der ägyptischen Expedition, 1798. Also Kleber